Hallo, ich bin Anne Helm und ich bin die Direktkandidatin für die Piratenpartei in Neukölln. Und jetzt bin ich auch unterwegs als Seeräuber-Jenny. Ich bin in Neukölln zur Schule gegangen und wohne hier auch und ich genieße das sehr, weil man hier so ein schönes nachbarschaftliches Gefühl hat. Und ich mag, dass Neukölln so wahnsinnig unterschiedlich ist, obwohl es hier natürlich viele Probleme gibt und viele Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Und gerade im Norden viele Menschen Angst haben, dass sie sich in Zukunft die Mieten nicht mehr leisten können und ihren Lebensmittelpunkt ändern müssen und Angst davor haben, dass ihnen ihre Freiräume genommen werden. Aber ich fühle mich hier trotzdem sehr wohl. Beruflich bin ich Synchronsprecherin und 2011 wurde ich bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin in die Bezirksverordnetenversammlung in Neukölln gewählt und arbeite seitdem dort in der Piratenfraktion mit. Ich bin 2009 bei den Piraten eingestiegen, weil ich damals fand, dass die Versuche, immer mehr Überwachungsgesetze zu schaffen und den Informationsfluss im Internet zu regulieren, dass das ziemlich rückschrittlich ist. Ich habe oft festgestellt in meiner Arbeit bei der Verwaltung innerhalb des Bezirks, dass viele gute Ideen von Bürgern oder Versuche, sich einzubringen, irgendwo in der Verwaltung versanden. Und das finde ich ziemlich frustrierend. Oftmals bekommt man gar nicht so wirklich mit, was dort passiert. Darum bin ich der Meinung, dass die Verwaltung grundsätzlich transparenter gestaltet werden sollte und dass gerade Verträge mit der Privatwirtschaft transparent gemacht werden sollten und offengelegt. Heute wären eigentlich schon viel mehr Beteiligungskonzepte denkbar, als es zurzeit gibt in der Politik. Und gerade bei so Großprojekten, die sehr kostspielig sind, die es in den letzten Jahren gab, wo der Bürgerwille weitestgehend ignoriert wurde, stellt man fest, dass der Bedarf danach mitzureden auch da ist. Und die Politik hat sich in diesen Momenten viel Vertrauen verspielt. Mit dem Ausverkauf unserer Infrastruktur und vor allem mit der Grundversorgung muss endlich Schluss sein. Wir haben eigentlich heute die Möglichkeit, dezentrale, gemeinschaftliche Netzwerke zu organisieren. Es könnte zum Beispiel schon längst flächendeckendes WLAN geben in den Städten, kostenlos, wenn wir das wollen. Dezentrale, gemeinschaftlich organisierte Netze wären auch viel weniger anfällig und wir könnten sie viel besser auf unsere individuellen Bedürfnisse anpassen. Das wäre auch ein guter, gangbarer Weg für die Energiewende zum Beispiel. Allerdings müssen wir, um so eine gemeinschaftliche Teilhabe zu realisieren, auch Hürden abbauen. Wir brauchen einen freien Zugang zu Bildung und wir dürfen niemanden mehr aus dem gesellschaftlichen Leben ausschließen, aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder zum Beispiel aufgrund seiner Erwerbslosigkeit. Und erst recht in den Bereichen, die dich persönlich betreffen, solltest du auch mehr Mitspracherecht haben, wie er zu gestalten ist. Jetzt mal ganz ehrlich. An das ewige Wirtschaftswachstum oder eine Vollbeschäftigung glaube ich persönlich nicht mehr. Deswegen müssen wir wohl oder übel lernen, Ressourcen zu teilen und sie effektiv gemeinschaftlich zu nutzen. Im Internet leben wir diese Idee des Teilens und des ewigen Weiterentwickelns schon längst. Das ist bloß in der Politik noch nicht angekommen. Und das ist keine Kostenloskultur, das ist Postmaterialismus.